Die Vorteile des Wirtschaftswachstums müssen breiter verteilt werden. Das klingt nach Umverteilung. Und das war nicht etwa eine Forderung von Attac oder bei irgendeinem Parteitag einer linken Partei, sondern das ist beim G20-Gipfel in Zhengzhou beschlossen worden und darüber ist auch gesprochen worden. Ein Börsenmakler der Deutschen Bank hat da einen Brief geschrieben, einen alarmierenden Brief, der an der Börse oder an verschiedenen Börsen auch in New York rumwandelt. Wir müssen den Kapitalismus retten, indem wir mehr verteilen nach unten. Das heißt, nur wenn wir Geld verdienen wollen, weiterhin müssen wir dem Nationalismus die Stirn bieten und müssen mehr umverteilen. Das sind ja Erkenntnisse, wo man denkt, die sind eigentlich nicht neu, aber dass sie bei den G20 und auch bei Börsenmärkten angekommen sind, ist schon eine Überraschung. Ob das Helge Peukert überrascht, den kritischen Ökonomen, das frage ich ihn selbst. Schönen guten Morgen, Helge. Hallo, guten Morgen. War das überraschend für dich, dass die G20 jetzt auch festgestellt haben, dass nur mit mehr Umverteilung auch dieses Wirtschaftssystem zu retten ist? Naja, die G20, die stellt eine ganze Menge fest, wenn die Meetings lang sind, ja. Und ich habe mir jetzt aufgrund des Artikels, den wir ja besprechen wollen, vom Herrn Schieritz das mal angeguckt, was die da so alles aufs Papier haben bringen lassen. Und da steht zwar Better Share the Benefits of Trade, aber das ist ja so nichts Neues. Und letztlich setzt man 100% auf Globalisierung, internationale Arbeitsteilung, Flexibilisierung der Arbeitsmärkte. Und das ist die Hauptmelodie. Und natürlich merken einige, dass ihnen die Massen jetzt so weglaufen, ja, ist klar. Italien Cinque Stelle, in Frankreich die gute Marine Le Pen, jetzt haben wir hier bei Gelegenheit Wahlen in Deutschland, da kriegt die AfD so und so viel Prozent. Die jungen Leute in den USA, die finden den Bernie Sanders gut, weil sie keine Ahnung haben, wie sie ihre Kredite für Studium zurückzahlen sollen. Die verunsicherte amerikanische Mittel- und Unterschicht sozusagen, die setzen auf Donald Trump. Und die Establishments aller Länder, so legt der Artikel nahe, sollten sich nur mal vereinigen und da ein bisschen gegenhalten. Aber die Mächtigen der Welt, die haben sowas noch nie gemacht, ja. Die haben noch nie ein neues Projekt in Richtung Umverteilung wirklich veranstaltet. Das kam immer nach großen Zusammenbrüchen. Soziale Marktwirtschaft in Deutschland, das war nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. Zum Beispiel die DDR hat ja auch nicht, als es dem Ende zuging, hat sich ja auch nicht großartig reformiert. Also ich bin da nicht so sicher, ob sich da was ändern wird. Also es gibt ja die eine Theorie, dass es erst einen Zusammenbruch braucht, aber die andere Theorie wäre ja auch zu sagen, nachzubessern, zu justieren und dass sich der Kapitalismus transformiert. Das hat er ja trotzdem immer auch irgendwie gemacht. Er hat sich angepasst, wenn es ihm an den Kragen ging und die Aussage in dem Artikel ist ja auch, wenn die Globalisierung die Versprechen nicht einlöst, siegt der Nationalismus. Und der Nationalismus und die populistischen Bestrebungen, das kann man ja nicht nur in Europa beobachten. Das ist doch eine ganz reale Gefahr, der Kapitalismus, irgendwie, dass es denen an den Kragen geht, wenn die Leute ihm weglaufen. Also kann er sich nicht auch reformieren oder transformieren? Naja, der Kapitalismus ist ja nun nicht irgendein Pokémon, was durch die Gegend läuft, sondern das ist ein System und dann stehen dahinter Interessengruppen und so. Und es ist richtig, dass wir soziale Abfederungsmechanismen, so à la Polanyi, hatten, die zum Beispiel der Marx wohl nicht vorhergesehen hatte. Und die Frage ist eben, ob sowas wieder einsetzt oder nicht. Also bei diesem Artikel von dem Schieritz, ja netter Mensch auch, ja, da ist sowohl der Wunsch, der Vater des Gedankens bei ihm als Keynesianer. Ich sehe das nicht. Ich gebe nur Nummer zwei Beispiele. Die Panama Papers, da will das Europaparlament, wollte da ja einen Untersuchungsausschuss einrichten. Und dann hat der Europäische Rat, also die Juristen des Europäischen Rates, also wo die Regierungsleutchen drin sitzen, will dann den Untersuchungsauftrag dazu fallen bringen bei den Steueroasen, wesentliche Quelle der Ungleichheit wegen Nichtbesteuerung, tut sich ja so viel auch nicht. In Nordrhein-Westfalen sind wieder neue Steuer-CDs angekommen, die belegen das ja. Und wenn wir uns aktuelle Sachen angucken, die gute Frau Merkel, die bürdet jetzt den gesetzlichen Krankenkassen die Gesundheitskosten der Flüchtlinge auf. Das hätte aus Steuern bezahlt werden müssen. Wenn wir uns anschauen in Deutschland Erbschafts- und Vermögensbesteuerung. Vermögensbesteuerung gibt es sowieso nicht. Und die Steuerbefreiung von Firmenerben ist ja wirklich eklatant. Das dürfte auch dieses Mal nicht durchgehen beim Bundesverfassungsgericht. Also da gibt es Berechnungen vom Achim Truger, ja, dass wenn ich ein Betriebsvermögen von 600 Millionen und drei Kinder habe und mich ein bisschen schlau anstelle, null
Erbschaftssteuer zahle. Und dann haben wir natürlich noch als letzten Punkt, aber das können wir jetzt beliebig fortsetzen, haben wir ja noch CETA. Und da zetern einige, ja, auch gehen auf die Straße, 250.000 Leute. Herr Gabriel findet es eigentlich ganz prima und die CDU sowieso. Das heißt, von Gerechtigkeit keine Spur oder wenig zumindest an der Oberfläche und eine tatsächliche Steuergerechtigkeit, die ist in weiter Ferne in ganz Europa? Ja, natürlich. Ich meine, wir haben ja an den zentralen Schaltstellen in der EU Leute sitzen, die legale Steueroberhinterzieher und Schlitzohren sind. Das ist der Herr Juncker als EU-Kommissionspräsident und das ist der Herr Dijsselbloem, ich hoffe, ich habe mal halbwegs richtig betont, der da einem wesentlichen Finanzgremium vorsteht und es besteht nach wie vor Einstimmigkeitsprinzip. Und die machen alles, dass eine Mindestbesteuerung in Europa nicht stattfindet. Und dieser Rückzug in den nationalen Container hängt ja auch damit zusammen, dass die Politeliten auf EU-Ebene hier eben nach wie vor, man kann das wirklich so sagen, neoliberalen Kurs fahren einerseits und andererseits ihre nationalen Interessen wahrnehmen, ja. Da brauche ich gar keinen Brexit. Wir haben Eurexit im Grunde schon von vielen Ländern, die Fahne Europas raushängen und im Grunde eine unglaublich egoistische Politik, indem sie zum Beispiel Deutschland schädigen, dahinter haben. Und dann denken die Leute, ja gut, wenn da nichts passiert, dann müssen wir halt aufs Nationale uns besinnen. Und dann kommen so Knallköpfe halt nach oben, ja. Sind das jetzt schleichende Krisenszenarien, die wir gar nicht mitbekommen? Weil es ist ja die Zinsen sind so niedrig wie nie. Die Staaten können sich Geld fast umsonst kriegen, sogar wie in Deutschland noch eine Prämie. Das heißt, eigentlich müsste doch investiert werden, was das Zeug hält. Die Banken müssten doch Geld raushauen. Das ist doch eigentlich die Chance sozusagen dafür Investitionen und dafür, dass mit dem Geld irgendwas gemacht wird. Aber es scheint das Gegenteil zu passieren. Das ist doch irgendwie absurd. Naja gut, die Menschen in einigen Ländern, die in die Krise geraten sind, Spanien, Portugal, Griechenland und so, die machen das, was ihnen auch erzählt wurde und was ja auch nicht unvernünftig ist, nämlich sie sparen. Und die Leute wollen ihre Kredite zurückzahlen, die sie aufgenommen haben, dann haben sie teilweise übernommen, ja, Privatkredite und so. Und jetzt wollen die nicht aus ihren Eigentumswohnungen oder Häusern rausfliegen und bedienen brav ihre Schulden. Das ist ihr Versuch, ja. Und dann kaufen die halt weniger. Und ein Unternehmen, das kann das Geld fast geschenkt kriegen. Wenn die Produkte nicht gekauft werden, dann investiert es halt nicht, ja. Und wir bräuchten eben erstmal einen großen Schuldenschnitt. Das ist ja eine wirtschaftsethische Frage, wie man das macht. Aber davor scheuen sich ja die momentanen Eliten. Das ist eben dumm, ja. Das heißt, die niedrigen Zinsen helfen gar nichts. Das ist ja immer so dann die einzige Stellschraube, die Zinsen niedriger zu machen, um das alles anzukurbeln. Aber wenn wir in eine Deflation reinrutschen, ist das auf der einen Seite gefährlich. Die einzige Lösung, sagst du, ist ein Schuldenschnitt. Ja, natürlich. Also die viele Länder verschulden sich ja immer mehr. Gehen auf über 100% zu, Italien 130%. Die Banken dort wackeln. Der Herr Schieritz, der diesen Artikel geschrieben hat, findet übrigens, dass die voll rausgehauen werden müssen. Ja, sehr fragwürdige Politik. Ich habe erst mal angeguckt, was er da so in den letzten Tagen so alles von sich gegeben hat. Aber na gut. Und wir bräuchten einen Schuldenschnitt, wir bräuchten mal ein Reset und dann irgendwelche, ich sage, marktdisziplinierenden Instrumente, also dass Banken und Staaten insolvent werden können und dass sich die Kreditgeber es halt zweimal überlegen und die Banken auch. Und dass eine Bank, wenn sie zu viel falsche Kredite rausgegeben hat, auch mal pleite gehen kann. Und das wird ja schlicht und einfach nicht gemacht. Und viele Länder, diese Niedrigzinsen, die helfen ja im Grunde die ja nur einigen Krisenländern, dass die so weiter wursteln können wie bisher, ja. Denn wenn Italien immer mehr sich verschuldet zum Beispiel und sogar für nicht allzu lang laufende Staatsanleihen auch negativ Zinsen haben, dann ist das ja nicht normal. Die müssen ja 5-6% haben. Und da kommt dann halt der Draghi ins Spiel, ja, und diese Aufkaufprogramme von Staatsanleihen und die drücken dann halt die Zinsen für Staatsanleihen. Das ist so ziemlich der einzige Effekt, der da ausgelöst wird. Verstehe ich das richtig, dass das Unvermeidliche nur immer weiter hinausgezögert wird? Ja, natürlich, es wird Zeit gekauft. Nach der Finanzkrise hat man ja im Grunde nicht wirklich reagiert und der Stresstest, der jetzt da durchgezogen wurde, mit sehr, sehr optimistischen Szenarien übrigens, der zeigt es ja. Die Banken haben auf ihre Bilanzsumme insgesamt ohne Rechentricks gesehen, haben die 3% Eigenkapital, das ist viel zu wenig, ja. Und die deutschen Banken sind dann nur die Spitze des Eisbergs der Krisenbanken. Und die haben wenig Eigenkapital und gleichzeitig werden die
Gewinne, die sie realisieren, nicht ins Eigenkapital gesteckt, sondern wunderschön an die Aktionäre ausgezahlt. Die haben ja wunderbare Dividenden bis vor kurzem gezahlt. Und insofern ist das ein wackeliges Kartenhaus. Und da werden ja auch auf EU-Ebene gibt's sehr fragwürdige Prozedere, ja. Da Spanien und Portugal haben wieder die Zielmarke der Verschuldung verfehlt. Und jetzt sagt man, naja, schön, wir sind ja nette Menschen, macht mal weiter so. Und unser guter Herr Schäuble, der Obermatador der gespaltenen Zunge, in Deutschland sagt er, ja, das geht ja nicht, die müssen sich an die Regeln halten, wir haben sie ja schließlich erfunden. Und gleichzeitig ist es so, dass er dann vor Ort, hinter den verschlossenen Türen, aber es dringt ja doch heraus, sagt, ja, anders geht's nicht, macht mal schön, ja. Und so erzählt er halt auch bei der G20, Finanztransaktionssteuer wäre mal eine nette Idee, weil er genau weiß, in dem Gremium kommt das sowieso nie zum Tragen. Ich habe bei Henrik Müller nachgelesen, dass seit der Finanzkrise die Kapitalausgaben, hat auch der OECD berechnet, pro Beschäftigten drastisch und dauerhaft zurückgegangen sind und dass das Geld vor allen Dingen in mobilen Märkte fließt. Die Produktivität steigt kaum noch, aber es fließt alles in Immobilien. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das heißt, da steht möglicherweise eine neue Blase bevor. Ja klar, das kann gut sein. Und in Deutschland haben wir es ja auch schon. Wird so diskutiert, die Bundesbank, naja, so eine echte Blase haben wir noch nicht, weil im Vergleich zu anderen Ländern jetzt ja teilweise 15-20% Preissteigerung pro Jahr, so wie in den USA vor Aufbau der Subprime-Krise und so. Aber die Preise gehen rauf, die letzten Baulücken werden geschlossen. Ja. Das Bedauerliche ist, dass eben die Mieten dann auch immer weiter steigen, weil ja hier nur das oberste ein Fünftel der Bevölkerung profitieren. Die können sich das leisten. Das werden ja so Einfamilienhäuser und so hauptsächlich gebaut. Und das ist eben auch ein massives Staatsversagen, dass man hier den Zugriff ausländischer Investoren, das ist ja im Moment Phänomen, die kaufen da alles zusammen, ja, weil die sagen, ja, da ist noch Luft nach oben drin. Und bis in die allerletzte Region, ich wohne ja in Wetzlar, da sehe ich das auch schon, ja, da werden Fantasiepreise eben gefordert und letztlich steckt dahinter, ja, dass die Leute sich sagen, ein Haus ist was Reales, ja, außer eine Bombe fällt drauf und das ist ja eher unwahrscheinlich, steht das da und das ist ein realer Wert. Und das zeigt ja im Grunde den Vertrauensverlust in unsere Geldordnung und Finanzordnung. Das ist ja der beste Beweis dafür. Der Goldpreis wird gleichzeitig teilweise ein bisschen runter manipuliert von den Zentralbanken und die Leute flüchten in Stradivari und sonst was. Mhm. Jeder nach seiner Fasson und die Mittelschicht, ja, worein soll die eigentlich flüchten? Das heißt, dass die alte Forderung, Lohnzurückhaltung bringt gar nichts, die Leute müssen mehr verdienen und die Löhne müssen steigen, damit dann überhaupt wieder Menschen was kaufen und investieren. Ist das eine Lösung? Ja klar, das fordert der Herr Schieritz ja übrigens auch, wenn ich auch nicht in dem Artikel, wir brauchen eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik. Wenn wir also die Stabilität des Euro wird auf dem Arbeitsmarkt entschieden. Die Stabilität des Euro wird auf dem Arbeitsmarkt entschieden. Sicher, das ist eine Theorie, die Sie auch unterschreiben. Die du auch unterschreibst. Ja, natürlich. Da haben die Keynesianer ja auch recht, ja. Und das ist ja auch nicht nur deren Erkenntnis. Also wenn wir eine 2%ige Zielinflationsrate im Euro haben, dann dürfen die Lohnstückkosten eben nur um 2% steigen, ja. Und da ist die Inflation drin und da sind Produktivitätszuwächse drin. Und wenn jetzt der Produktivitätszuwachs 2% betrifft und ich 2% Inflation habe, dann müssen die Löhne um 4% steigen. So einfach ist das. Und das ist eben die Aufgabe der Tarifvertragsparteien. Und in Deutschland, Exportmodell Deutschland und so weiter, ja, da hat man eben auch eher auf Lohnzurückhaltung gesetzt. Jetzt nicht mehr ganz so, aber vor einigen Jahren noch, als die Krise so aufbaute. Und in anderen Ländern ist das Gegenteil gemacht worden. Hm. Das heißt, die Lohnzurückhaltung ist tatsächlich in Deutschland eins der elementaren Probleme? Das war eins der Probleme, die es gegeben hat. Ich teile aber nicht die Meinung, dass die Lohnzurückhaltung in Deutschland, die dadurch erzielten Exportsparüberschüsse, dass die dann die Krise in den Südländern zum Beispiel ausgelöst haben, so die Synthese, weil dann das Geld dorthin verliehen wurde. Das brauche ich gar nicht. Da brauche ich eigentlich nur Banken, die Kredite vergeben. Das kann eine griechische Bank genauso schön wie eine portugiesische oder eine irische. Ja, da brauche ich im Grunde die Sparbeträge aus den Überschussländern, brauche ich nicht unbedingt dazu. Also insofern kann man nicht sagen, dass die Verschuldungskaskaden in einigen Ländern hervorgerufen wurden durch die niedrigen Löhne in Deutschland. Aber insgesamt hat das System destabilisiert. Aber das ist eine lange Diskussion, ja. Hm.
Naja, wir wollen es ja mal einfach haben. Einfacher, also der Kapitalismus kann nicht netter werden. Die sowas wie soziale Marktwirtschaft gibt es nur nach Krisen, nach Zusammenbrüchen, oder lässt sich das Ganze doch irgendwie reparieren? Naja, schön. Ich meine, in dem Artikel heißt ja, Globalisierung hat das alles bewirkt, aber wenn wir auf der EU-Ebene mal vernünftige Sachen einführen würden und zum Beispiel nicht alle so begeistert oder viele so begeistert für CETA sind, bei denen die Liberalisierung ja überall in den Bereichen automatisch anfällt, wo die Bereiche nicht ausdrücklich auch bei Dienstleistungen auf der Negativliste stehen, das heißt, wo man die man ausdrücklich ausnimmt, bei allen anderen ist das ja so. Und diese butterweichen Formulierungen da zur Arbeit und Umwelt, die beruhigen einen ja auch nicht. Und dass die nationalen Parlamente zustimmen sollen, ist ja schön bei CETA, ja. Ist sehr nett, aber vorläufig gilt das dann schon. Und das sind dann ja doch auch geschaffene Tatsachen irgendwo. Und da müsste man auf EU-Ebene halt was anderes machen. Und was Deutschland betrifft, also nichts ist fix, ja. Ich könnte mir ja vorstellen, nehmen wir mal an, wir hätten ein rot-rot-grünes Bündnis in Deutschland bei der nächsten Bundestagswahl oder schon bei der Bundespräsidentenwahl. Der ist ja jetzt langsam verabschiedet. Aber wenn ich mir das anhöre, bei einigen, die sind nicht lernfähig, machen das nicht. Und dann geht's halt weiter im Takt wie gehabt. Und dann werden die Leute halt rechts wählen. Pech gehabt. Dann sind wir beim ökonomischen Sachverstand wieder. Aber nochmal abschließend jetzt, was ist nun zu tun, kurzfristig, um gegen Renationalisierung, Populismus, Entsolidarisierung und auch diesen Austeritätsdruck und dem Lohndumping entgegenzuwirken? Gibt es kurzfristige Maßnahmen tatsächlich auf europäischer und vielleicht auch auf deutscher Seite, was zu tun ist? Also Lohnzurückhaltung, darüber haben wir gesprochen. Gibt es noch mehr, was kurzfristig zu tun ist? Naja, man müsste den Finanzsektor mal in Ordnung bringen und man müsste mal über die Finalität Europas wirklich nachdenken, und man dürfte nicht so ein klammheimliches Verpisserverhalten belohnen, ja. Denn wenn was heißt Verpisserverhalten? Steuerhinterziehung, oder? Ja, ganz genau. Und Deutschland ist ja auch eine schöne Steueroase. Das hat ja der Markus Mainzer sehr schön gezeigt. Und wir haben das ja jetzt nur mal als ein Beispiel rausgenommen. Man könnte auch Infrastruktur, man könnte ja sagen, innereuropäische Flüge sind eigentlich angesichts der Umweltkatastrophe schlimm. Und wir müssen ein Fernzugsystem müssten wir etablieren. Und da nehmen wir mal richtig Geld in die Hand, umgedreht. Und machen das mal. Oder zum Beispiel, Europa schafft mal ein sicheres Internet, das nicht, wenn ich eine E-Mail losschicke, das 3 Sekunden später bei den Amerikanern irgendwo gespeichert wird, ja, oder bei den Briten auch. Ist ja unmöglich, ja. Oder eine vernünftige Suchmaschine, und rechts oben flattert dann die Europaflagge und die sagt, auf Europa könnt ihr bauen, auch im Datenschutz, ja. Das wären ja alles so Sachen, nur das haben wir ja alles nicht, haben wir ja nicht. Das heißt, da wären genügend Investitionen möglich und auch nötig, und eine gerechte Steuerpolitik, damit fängt es im Grunde an, dass man sagt, also ja, und eine Bereinigung der Geld- und Finanzmärkte, ja, das wäre auch wichtig, und das passiert irgendwo nicht. Das heißt, die Lehren aus der Finanzkrise 2008 sind immer noch nicht gezogen, wir haben keine vernünftige Regulierung, keine Beteiligung, ungerechte Steuerpolitik, da kann man ja nur pessimistisch werden, oder gibt es auch Momente, wo du sagst, da könnte sich was tun? Naja gut, nehmen wir mal dieses Buch von dem Piketty, ja. Also es ging ja um dieser Artikel, über den wir jetzt so ein klein wenig nachgedacht haben auch, der sagt ja, es gibt da einen Bewusstwerdungsprozess. Und man könnte sagen, naja, irgendwo stimmt's ja schon, wenn man sich anschaut, wie dieses Buch von Piketty zum Beispiel in den USA und dann auch in Frankreich und Deutschland wahrgenommen wurde. Also insofern, mal schauen. Ich bin eher so pessimistisch, ja, weil ich habe das ja jetzt schon mehrere Jahrzehnte, dieses Gebabbel da mitgekriegt. Und warten wir es mal ab. Ich meine, die Demonstrationen gegen TTIP, da waren 250.000 auf der Straße, und das hat schon einen gewissen Druck entfaltet, ja. Jetzt haben wir über den Artikel gesprochen, jetzt muss ich nochmal sagen, um welchen Artikel es geht. Die Zeit, die Wochenzeitung, die Zeit Nummer 32, also vom 28. Juli, die Wochenzeitschrift Die Zeit. Da hat Marc Schieritz einen Artikel geschrieben, der Kapitalismus soll netter werden, die Mächtigen der Welt haben ein neues Projekt, sie wollen den Gegnern der Globalisierung mit Umverteilung den Wind aus den Segeln nehmen. Skeptisch ist Helge Peukert, und ich bin auch ein bisschen traurig, dass du uns demnächst verlassen wirst und wirst in Siegen, das ist wiederum das Positive, einen neuen Studiengang aufbauen zur kritischen Ökonomie. Da könnte man zur pluralen Ökonomie. Plurale Ökonomie. Das heißt, es gibt ja zu wenig plurale oder kritische, heterodoxe Ökonomen in Deutschland. Die Universität in Siegen will ihren Beitrag und du deinen dazu leisten? Ja, genau. Also das ist ja so, es gibt ungefähr 10 Denkschulen in der Ökonomie, und die Standardökonomie
Ökonomie, das ist eine davon. Nur die wird den Studenten nahegebracht. Ja, und ich habe da eine gewisse Wertschätzung bezüglich Forschung und Lehre erfahren und sage mir nach dem schönen Lied, mit 60 fängt das Leben erst an, mit der, da hat er ja vor kurzem Geburtstag. Oh, herzlichen Glückwunsch noch. Ja, danke, danke. Anstelle von der geistigen Frühpensionierung gehe ich da nochmal für 6 Jahre in die Vollen. Und dann geht's mit 66 natürlich mal so richtig los, dann kommst du nach Erfurt und wieder zurück, was auch immer. Ja, ich bin ja auch noch ein bisschen da. Ich mache ja noch eine Vorlesung, Finanzwissenschaft 1 und insofern bin ich ja nicht ganz weg. Das ist schön und am Telefon kann man sich ja eh mal erreichen und das ist auch, wird auch so bleiben. Ich bedanke mich bei Helge Polkert, dem kritischen und heterodoxen Ökonomen, demnächst mit einem neuen Studiengang in Siegen. Danke fürs Gespräch und dir noch einen schönen Tag. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Radio frei.